Leute und willkommen zurück hier bei Millennium Falcon. Er ist ja wie gesagt fertig gebaut. Wer es noch nicht gesehen hat, alle Videos sind hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Insgesamt ja 10 Stück und da könnt ihr im Detail euch hier den Zusammenbau anschauen von diesem Mega Lego Set, was allerdings hier von Leppin kommt. Und ich bin ja mit einem Teil hier absolut unzufrieden gewesen und das ist hier hinten. Ja, die Antriebseinheit, denn die Schläuche sind zu lang, die hängen da irgendwie total planlos drin rum und ja, sieht einfach nicht gut aus und das werden wir heute modifizieren und wenn wir eh schon dran sind, machen wir es noch richtig cool, denn ich werde hier nochmal eine Beleuchtung mit dran bauen und dafür habe ich mir das hier besorgt, das ist so eine Leuchtschnur mit so einer Batteriebox dran und per Knopfdruck. Ja, fängt das Teil dann an zu leuchten und piept auch ein bisschen, ist so ein Nebeneffekt. Auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Leuchtschnur und die will ich dann hier unten in den Schläuchen drin verlegen, damit man da einen richtig tollen blauen Leuchteffekt hat. Es ist hier ziemlich hell, da kann man es nicht so gut sehen, aber leuchtet schön und ja, lässt sich ein- und ausschalten. Das ist also das Tagesziel, gekürzte Schläuche, Leuchtschnur, tolle Beleuchtung, geiler Falke. Also, legen wir los. Erstmal muss hier die ganze Heckverkleidung runter. So, da liegen sie, die ganzen einzelnen Heckpartien, die man dann abbauen konnte. Da muss man sich erstmal wieder erinnern. Ups, da fällt schon wieder was ab. Ha, das ist immer das Schlimme. Man baut irgendwo dran rum und irgendwas fällt immer ab. Wichtig, dass man es nicht verliert. Auf jeden Fall, hier haben wir die ganzen einzelnen Einheiten. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 einzelne Partien, die wir hier abgebaut haben. Und jetzt steht er doch schon wieder viel freier dort. Und ja, hier kann man schon sehen, wie die Schläuche hier hängen. Der hier, der kommt schon direkt wieder hoch. Und ja, da müssen wir unbedingt was dran tun. Die sind ja hier seitlich nur so eingesteckt, kann man hier sehen, in solchen Technikpinnen. Und ich mache mal was ab und dann könnt ihr das genauer sehen. Hier können wir das schön sehen. Das sind also diese einzelnen Schläuche, die zum einen zu lang sind. Also die werden wir noch einkürzen. Und ja, was aber gut ist, die sind hohl und da können wir unsere Leuchtschnur schön durchführen. Allerdings ja hier hinten, da kommt sie ja nicht weiter, denn wir haben ja einfach nur hier einen Schlauch. Schlauch und Schlauch, drei separate, aber nur eine Schnur, die da durch muss. Und am Ende sind die hier aufgesteckt auf diese, ja, Achsen, Pin-auf-Achsen-Stecker. Hier habe ich einen liegen davon. Und an den Enden ist das kein Problem, denn ich werde hier einfach da, wo der Stecker aufhört, ein Löchlein reinbohren und dann da die Leuchtschnur rausführen. Aber die sind auch nochmal hier hinten drin. Und da habe ich dann ein anderes Problem, denn hier kann man sehen, da ist ebenfalls so Pin auf Achse. Und da würde ich doch gerne meine Leuchtschnur komplett durchführen, dass die bis hinten durchgeht, dann da in den nächsten reingeht, einmal komplett durchgeht, dann hier durchkommt, hier aus dem Loch raus, hier unten rein und das Ganze nochmal zurück. Und deswegen werde ich diese Pin auf Achse Stecker hier ersetzen durch diese schwarzen Technikpinne. Und zwar durch diese hier und im Vergleich zu diesen Verbindungsstücken haben die hier den großen Vorteil, man kann durchschauen. Und wenn man durchschauen kann, kann man auch ein Kabel durchverlegen. Und somit kann ich hier das Kabel durch dieses Bauteil durchführen. Ja, und dann sollte das doch alles klappen. Also, erster Schritt, ich werde jetzt hier mal die ganzen, ja, die ganzen Schläuche runternehmen. Ja, mal kurz schauen, ja, da demontiert sich schon alles von alleine. Also die Schläuche, die müssen hier runter und dann werde ich die erstmal einkürzen, ein Löchlein reinmachen und dann sehen wir uns wieder. Und da heißt es immer bei Leppin, halten die Technikpinne nicht besonders fest. Leider oder zum Glück, je nachdem wie man sieht, bei mir gerade leider. Die blauen, die halten bombenfest, also die waren echt nicht allzu leicht hier rauszubekommen. Einige habe ich so noch rausbekommen, bei anderen habe ich hier sogar eine Zange benutzen müssen. Aber egal, jetzt sind alle draußen und ich habe hier schon diese regulären schwarzen Pinne reingesteckt. Hier unten kommen auch noch zwei rein und dann kann ich mit dem Einkürzen der Schläuche beginnen. Hier sieht man, was ich alles weggeschnitten habe aus den Schläuchen. Und ich bin hier gerade dabei, ja, die hier durchzufriemeln und
Bei dem Schlauch habe ich jetzt hier schon ein Loch reingemacht und werde ihn da durchziehen. Und das wird dann eben der Bereich, der hier drauf kommt. Und von hinten fängt dann eben hier diese, ja, die Leuchtschnur an durchzugehen. Man sieht es auch hier, dass hier ist dieser Verbindungspin, der im Schlauch drin sitzt und ja, passt gut durch. Man muss ein bisschen drücken und dann werde ich das jetzt hier mal machen für alle Schläuche, die da sind. Die Löcher, ja, oder komplett das Schneiden habe ich hier mit einer Nagelschere gemacht. Lässt sich ja leicht schneiden, das Material. Damit kann man auch das Loch ein bisschen vorbohren. Und dann mit so einem Schraubendreher habe ich es dann nochmal ein wenig vergrößert. Und ja, dann werde ich hier mal weiterfummeln für die Erleuchtung vom Falken. Okay, es wäre geschafft, alle Kabel sind hier durch die Rohre durchgeführt, immer wieder raus aus dem Rohr, wieder zurück, raus aus dem Rohr ins nächste rein, wieder zurück und hier hinten haben wir das Ende und hier ist der Anfang von dem Ganzen. Und ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen was übrig, damit kann man vielleicht noch was anfangen, aber wir machen erstmal einen kleinen Funktionstest, indem ich hier die Batteriebox einmal anschließe und wir schauen mal, ja, dass das ganze Konstrukt hier auch wirklich funktioniert. So, ich habe schon ein klein bisschen abgedunkelt und ich drücke mal aufs Knöpfchen. Ja, also es leuchtet, es ist hier noch ziemlich hell. Moment, so kann man es besser sehen. Ja, hier kann man es gut erkennen. Klappt alles und sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Aber, na, was auch toll ist, übrigens die Batteriebox, wenn man will, kann man die wunderbar hier drin verstauen, denn hier ist ja ein Platz freigelassen worden, wo sonst immer die Räume im Falken drin sind. Da ist kein Raum drin, da ist einfach nur alles Platz und da kann man wunderbar sowas reinpacken. Aber ich habe hier noch eine ganze Menge übrig von diesem Schlauch und da bietet sich doch an, hier noch ein bisschen was zu beleuchten beim Falken. Zum Beispiel, tja, was könnte man machen? Hier den oberen Geschützturm zum Beispiel, der hier sitzt. Den könnte man beleuchten oder auch das Cockpit. Ich schaue mal, was da geht und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass hier die Batteriebox liegt. Dann geht das Leuchtkabel hier in den Schlauch rein, hin und her in die verschiedenen Schläuche, rüber und nüber, bis es im Endeffekt hier hinten rauskommt. Dann habe ich es einmal hier so rumgeleitet. Muss ich mir noch ein bisschen schicker da hinlegen, dass es nicht stört. Gar nicht so einfach, ein Kabel unterzubringen, dann läuft es hier rum und geht hier hin, wo im Endeffekt nachher der Geschützturm drüber kommt und ich hoffe, dass wir dann da ein schönes blaues Leuchten rausbekommen durch das Klarsichtteil hier. Und von da aus hat das Kabel noch gereicht, dass ich es hier unten durchgeleitet habe, hier rum über diese Verbindung ins Cockpit rein und da habe ich es einfach mal ein bisschen rumgewickelt und die Besatzung habe ich auch mal reingesetzt und dann hoffe ich, dass auch das nachher im Dunkeln ein schöner Effekt wird. Womit ich nun wirklich noch nicht ganz zufrieden bin, trotz Einkürzen, ist, wie die Schläuche hier auseinanderstehen. Auch hier durch das Kabel, das drückt hier den Schlauch irgendwie ein bisschen nach unten. Die werde ich nochmal, ja, mal schauen, wie ich das mache, irgendwie fixieren, damit das noch ein bisschen fester wird. Hier hinten auch ganz extrem, da stehen die immer noch voll auseinander, trotz Einkürzen. Also da werde ich nochmal Hand anlegen müssen und dann, ja, nach dem erfolgreichen Zusammenbau, schauen wir uns das Endergebnis an, der Millennium Falcon Light Mod. Fertig, geschafft. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe die Schläuche, wo die noch ein bisschen so auseinander standen, an jeweils zwei Stellen mit Tesa umwickelt und damit die so ein bisschen dichter einfach zusammenstehen. Ansonsten einfach nur noch die Abdeckungen drauf, alles wieder festgemacht, die Platten. Und ich würde sagen, Trommelwirbel und wir erleuchten die Antriebseinheit jetzt. Und mal ganz ehrlich, es ist nicht perfekt, aber deutlich, 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 deutlich besser als das, was wir vorhin hatten. Ist ein schöner Effekt. Ich mache mal eben noch etwas dunkler hier, dass man das noch mehr sehen kann, wie cool der jetzt leuchtet. Und wir gehen auch noch mal ein wenig näher ran. Hier kann man sehr deutlich sehen, wie die Schläuche oder wie dieses Kabel durch die Schläuche geführt wurde, wie es dann hier rund geht. Doch, ich muss sagen, ich bin schon zufrieden damit. Nicht perfekt, wie gesagt, aber sieht wirklich gut aus und bietet einen sehr schönen Antriebseffekt hier vom Millennium Falken. Aber ich habe ja nicht nur hier hinten das beleuchtet. Gehen wir mal rum vorne zum Cockpit und schauen uns das an. Tja, da sind wir am Cockpit und ja, ich würde mal sagen, wir haben ein bisschen Licht drin. Sieht vielleicht ein bisschen netter aus wie vorhin, aber ich muss zugeben, ist jetzt nicht der Oberburner.
aber wieso nicht, mit ein bisschen Zusatzkabel kann man ja auch ruhig hier nochmal die Cockpit-Kanzel ein wenig beleuchten. Und was wir ja auch noch beleuchtet haben, außer der Kanzel, denn ihr wisst ja, das Kabel ging hier rum. Man sieht es leider hier an einigen Stellen auch durchleuchten, wo das Kabel entlang läuft. Haben wir hier oben den Geschützturm und auch da kommt jetzt so ein blauer Schimmer raus. Allerdings auch ja, hier an den Spaltmaßen. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Vielleicht muss ich da das Kabel noch ein bisschen, keine Ahnung, besser verstecken oder irgendwie dunkel machen mit Klebeband. Muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall die Stelle, die ich beleuchten wollte, da sieht man jetzt auch Licht. Cockpitkanzel ist beleuchtet und unsere Antriebseinheit. Tja Leute, das war's. Das war mein Antriebsmod vom Millennium Falcon von Leppin. Genau das gleiche könnt ihr natürlich mit eurer Version von Lego auch machen. Eine sehr günstige Art und Weise, das Ganze zu bewerkstelligen mit so einer Leuchtschnur mit Batteriebox in meinem Fall. Ich habe die bei AliExpress gekauft und das waren gerade mal 4-5 Euro kostenloser Versand. Also wirklich eine billige Sache, das zu machen. Gibt es natürlich auch bei Amazon für 8, 9, 10 Euro schon. Ich werde euch alles, was ihr dafür braucht, hier unten in der Videobeschreibung verlinken, falls auch ihr euren Millennium Falcon mal ordentlich beleuchten wollt. Cooler Antriebsmod. Und tja, das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen, Freunde. Wie gesagt, alle Videos zum Millennium Falcon findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt in meiner Playlist. Dort könnt ihr euch wirklich alles anschauen, denn eine Sache fehlt jetzt noch. Und das ist der Evernance Vertical Stand, womit ich den Millennium Falcon so gekippt aufstellen kann. Und da kommt er da hinten auf das schön violett beleuchtete Regal drauf. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Für heute mache ich Schluss. Ich würde sagen, Erfolg, Licht aus und tschüss!